man muss natürlich den Parcours spezifisch für das Pferd abgehen, das man reitet. Also die meisten Reiter haben ihr Pferd schon über einen längeren Zeitraum und wissen genau, wie groß der Galoppsprung ist, ob es ein bisschen zum Eingang hinzieht, ob es die Werbebande nicht mag. Deswegen sind Distanzen dann ganz unterschiedlich zu laufen. Also für das eine Pferd sind es 5 vorwärts und mit dem nächsten macht man vielleicht besser 6 Galoppsprünge. Wir haben hier gute Bedingungen, die Erfolge waren gut, wir haben viele gute Runden gesehen, aber richtig los geht es erst am heutigen Samstag und wir sind mal gespannt, wer sich alles für den großen Preis qualifizieren kann. Es ist ein 5-Sterne-Turnier, es ist ein Turnier der Global Champions Tour, wo immer die besten Reiter am Start sind und grundsätzlich sind wir auch froh, dass es in Berlin wieder ein großes internationales Turnier auf diesem Niveau gibt. Ich kann diese Woche leider nicht in Berlin am Start sein, da ich dieses Wochenende in Lohe an den Start gehe. Zu meinen größten Erfolgen gehören sicherlich meine Medaillen als junger Reiter mit Team Gold und Einzelbronze. Der größte Höhepunkt war 2016 der Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Andreas und ich, wir arbeiten jetzt seit Oktober letzten Jahres zusammen, also schon ein gutes halbes, dreiviertel Jahr. Und wir sprechen uns eigentlich in allem ab, welche Turniere wer macht, wer welche Schüler trainiert, wer welche Pferde reitet. Und das klappt richtig gut.